Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Final Fantasy XIV Realm Reborn. Ich habe auch Erschreckliches festgestellt, dass es, ob wir wirklich schon die Hälfte haben. Naja. Die Hälfte, ja. Aber es werden wirklich noch wahrscheinlich 80 Parts wegen Heavensward noch und wer weiß, was wir noch so alles machen. Unter den Toten aus der Bucht des Abendsterns ist ja auch eine Silphe. Sie sollte nicht hier, sondern unter ihresgleichen beerdigt werden. Kannst du ihre Leiche zur Silphenzuflucht überführen? Ich weiß nicht viel über Silphen, aber sicher haben sie eigene Totenbräuche und Rituale. Ja, okay. Das stimmt. Im Finsterwald, im Ostwald. Natürlich geht es hier jetzt erstmal in erster Linie darum, die ganzen Leute zu beerdigen. Und natürlich auch den Aufenthaltsort von einer gewissen Person herauszufinden. Aber die brauchen halt auch unsere Hilfe. Hier waren wir auch schon lange nicht mehr im Wald. So. Und da sind wir auch bei den Silphen schon. Eigentlich kriegt man bei den wilden Stämmen auch eigentlich irgendwann Aufträge. Aber wann weiß ich jetzt noch nicht. Gegrüßt sei die Laufende aus dem Sonnenwind. Bringst du Nachricht von der unsrigen Noraxia? Oh, stimmt. Noraxia ist gestorben. Wie? Die unsrige ist tot? Das schreckt die meinige zutiefst. Ich muss jetzt erstmal erklären, was passiert ist. Momoxio, was passiert? Warum ist die Deinige so aufgewühlt? Oh, ehrenwerte Ältigste. Was führt die Abenteuerlustige zu den Unsrigen in der Silphenzuflucht? Die Meinige möchte alles darüber erfahren. Die Laufende muss den Unsrigen alles genau erzählen. Oh ja, das wird eine lange Geschichte. Es tut mir so leid. Die Unsrige wurde also ermordet? Noraxia! Die Meinige war es, welche die Unsrige zum Sonnenwind geschickt hat. Die Laufende, der Morgenröte oder die Abenteuerlustige trifft keine Schuld. Laufende, bitte erzähle mir, war die Unsrige tapfer? Sehr tapfer. Dann ist es gut. Die Unsrige hat ihr Schicksal erfüllt. Die Unsrige werden ihr ein ehrwürdiges Begräbnis bereiten. Vielen Dank, Laufende. Unser Dank gilt auch den Laufenden der Kirche. Die Abenteuerlustige richte ihnen unsere Grüße aus. Noraxia wurde von den Ghasti getötet. Das werden die Unsrigen ihnen niemals verzeihen. Falls die Abenteuerlustige jemals gegen die Garstigen kämpfen wird, werden die Unsrigen sie unterstützen. Die Unsrigen werden den Mord an Noraxia nicht vergessen und nicht verzeihen. So. Oh, come on. Ich muss durchs ganze Land reisen. Ernsthaft. Warum muss ich immer so weit laufen wieder? Oh. Aber wir leveln jetzt gerade wieder, glaube ich.
So, Vogel ist wieder am Start. Danke für deine Hilfe. Damit sind alle Opfer des heimtückischen Überfalls ordentlich bestattet. Ich freue mich, dass die Silfe unter ihresgleichen in Frieden ruhen kann. Nun können wir nichts weiter für sie tun, als für ihr Seelenheil zu beten. Ruhe dich erst einmal aus und erhole dich von den Strapazen. Du hast vorläufig genug für den Bund der Morgenröte getan. Ich glaube, wenn ich so weitermache, dann könnte es sein, dass ich dann Quest bekomme, wo ich das Level nicht mehr zu habe. Denn das ist Level 35, bald kommen die Quests von Level 36, dann kommen nur zwei von der Quest Level 37. Also es gibt nicht so viele Quests mehr so wirklich, die mein Level noch unterstützen. Dann an Leonard, auf ein Wort möchte ich, ich möchte dich um deinen Rat bitten. In letzter Zeit werde ich das Gefühl nicht los, beobachtet zu werden. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber mir ist ganz und gar nicht wohl dabei. Als ich vorhin draußen bei den Gräbern war, glaubte ich einen Schatten zu sehen. Das könnte mein Beobachter gewesen sein. Kannst du draußen nachsehen, ob dir etwas Ungewöhnliches auffällt? Aha. Und natürlich gucke ich mir hier auch nach, wie weit wir schon sind und so. Das ist so ein bisschen Motivation. Wenn man den Fortschritt auch sieht und weiß, dass wir ein gutes Stück vorankommen. Und spoilern tue ich mich ja nicht. Was ist denn hier? Mhm. Aha! Was bist du denn für einer? Oh, aber der ist stark. Der hält mir schon einiges aus. Muss ich sagen. Der hat mich betäubt, der Arsch! Friedhof absuchen gemacht. Gehen wir gleich wieder zu ihm und sagen, geben ihm Bescheid. Das ist ein Galea! 100 Pro! Der hat sein Gedächtnis verloren und es ist ein Galea, der hier jetzt ist. Vielleicht sogar eine mächtige Person. Spann mich nicht auf die Folter. Was ist passiert? Ich habe Kampfeslärm gehört. Bist du verletzt? Was wollte der Angreifer hier? Hat er mich beobachtet? Du, ich habe besiegt und nicht mal nachgefragt. Doch was könnte er von einem Mann ohne Erinnerung wollen? Er müsste etwas mit meiner Vergangenheit zu tun haben. Ein beunruhigender Gedanke. Vater Elliot muss umgehend von dem Vorfall erfahren. Bitte erzähle ihm genau, was passiert ist. Es kann gut sein, dass wir uns in großer Gefahr befinden. Hm, ich verstehe. Das ist tatsächlich beunruhigend. Ich werde Vorsicht... Der steht da schon die ganze Zeit und ist AFK. Hm, ich verstehe. Das ist tatsächlich beunruhigend. Wir werden vorsichtig sein und nach Fremden Ausschau halten. Hast du Hinweise auf die Herkunft des Angreifers? Es war ein Galea. Es war also ein Scherge des galäischen Kaiserreichs, hat der Marquess beobachtet. Welches Interesse könnte die Galea an ihm haben? Es wird besser sein, wenn wir vorsorglich die Legion der Unsterblichen darüber in Kenntnis setzen, was hier vorgefallen ist.
Was für ein Glück, dass ich euch beide hier finde. Ich habe schon überall nach euch gesucht. Es tut mir leid, dass ich eure Ruhe stören muss, aber ihr könnt euch nicht länger vor dem Kaiserreich verstecken. Eor Sea braucht euch. Wir müssen zusammenhalten. Cid Garland, ich habe schon viel von dir gehört. Deine legendären Fähigkeiten als Techniker sind für uns unverzichtbar. Dieser Mann erholt sich hier von dem Seelenschmerz, den er bei der Schlacht von Cartenau erlitten hat. Bitte, senkt eure Stimme. Eor Sea braucht dich. Die Zeit der Ruhe ist vorbei. Cid ist also dein Name. Die Sachen gehören dir. Du hattest sie bei dir. Cid, ich wusste immer, dass du jemand Besonderes bist. In der kurzen Zeit, die du hier verbracht hast, warst du wie ein Sohn für mich. Dieses Glück kann mir niemand nehmen. Nun, kehre zurück in die Welt, mein Sohn. Wer bist du eigentlich? Mein Name ist Alphinur Levelier. In Gedenken an meinen Großvater kämpfe ich zusammen mit dem Bund der Morgenröte gegen die Primae und die Galea. Von dem Angriff auf den Bund habe ich schon gehört. Ganz Uldar spricht davon. Sobald es geht, müssen wir unsere Freunde befreien. Aber die Lage ist schlimmer als gedacht, weil die Stadtstaaten viel zu lange damit beschäftigt waren, ihre Wunden zu lecken. Der Bund der Morgenröte war die einzige Bastion gegen die Primae. Diese Bastion ist gefallen. Die Anführer des Bundes sind in der Hand der Galea. Nun ist niemand da, um die Götzen der wilden Stämme in Schach zu halten. Und ausgerechnet jetzt haben die Ixal Garuda beschworen. Die Windgöttin ist unter allen Primae die wildeste und aggressivste. In ihrer Grausamkeit übertrifft sie sogar Ifrit und Titan, wodurch sie eine herausragende Stellung einnimmt. Wenn wir Garuda besiegen, müssen wir keinen der Primae mehr fürchten. Sie werden ihre Aura der Allmacht verlieren. Allerdings wird Garudas Altar von einer undurchdringlichen Sturmwand geschützt. Um da reinzukommen, brauchen wir ein Luftschiff. Dein Luftschiff, Cid. Ich habe ein Luftschiff? Ja, Cid. Die Enterprise. Kurz vor der Katastrophe ist sie von Gridania aus gestartet und dann verschollen. Mein Schiff. Wartet kurz.
Der Kampf gegen die Primae währt schon viel zu lange. Es wird Zeit, dass Eorzea ihnen endlich die Zähne zeigt. Sie brauchen mein Luftschiff. Sie brauchen mich. Interessant. Sid. Klar. Warum nicht? Ich hatte irgendwie schon das Gefühl, dass der irgendwie so ein Sid sein könnte. Hätte ich mir ja gleich denken können. Ich kann es mir immer noch gar nicht so recht fassen, dass unser Marquess der berühmte Sid Garland sein soll. Aber es muss wohl so wahr sein. Und nun willst du nach seinem Luftschiff der Enterprise suchen? Oh mein Gott. Sind wir in Star Trek? Ich habe gehört, dass die Enterprise kurz vor der SIP-Katastrophe von Gridania aus nach Norden geflogen sein soll. Aber ich habe keine Ahnung, was aus ihr geworden ist. Lass mich raten, wir müssen jetzt erstmal 1000 Quests machen, um die Enterprise zu suchen. Und dann mit der Enterprise und unserer Bruder und dann Switch. 5, 6, 7, 8, keine Ahnung, wie viele Parts dauern. Ich tippe mal bis Part 90. Mal sehen, ob ich recht habe. Am Herbstkübissee im Nordwald befindet sich ein Wachposten der Bruderschaft der Morgenviper. Vielleicht weiß man dort etwas über den Verbleib des Luftschiffs. Ich unterstütze die Sache des Bundes der Morgenröte und wünsche dir von ganzem Herzen Erfolg bei deiner Suche. Davon könnte viel abhängen. Zumindest ist unter den Quests, die ich hier auf dieser Seite habe, keine einzige, wo es um Garuda geht. Sprich, das wird noch lange dauern, bis wir mal gegen den kämpfen. Ihr wisst ja, wie lange es gedauert hat, überhaupt den Titan herauszufordern. Aber naja, auf zum Nordwald. Muss ich dahin? Der Pfeil ist cool. Lass mich raten, da war ich noch nicht, weil hier so viel weiß ist. Ach komm, der einzige Ort, wo ich hinfliegen kann, ist das da. Ach, da muss ich ja auch hin, stimmt. Ich bin bescheuert. Naja. Ich habe das Ding nicht gesehen. Och, das wird mehr als 90, als Part 90 kommen. Vielleicht sind wir in Part 100 ja bei Garuda. Halt ein, Abenteuerin. Was führt dich zu diesem Wachposten der Bruderschaft der Morgenweaver? Die Enterprise? Das war doch das Flaggschiff der Garland Metallwerke, oder? Ich dachte eigentlich, das wäre mehr ein Raumschiff der Star Trek Universum. Oh, okay. Ein wahrlich prächtiges Schiff. Ich erinnere mich noch gut daran, wie sie kurz vor der 7. Katastrophe über uns hinwegflog. Sie kam aus dem Süden und flog nach Norden in Richtung Quertas. Mehr weiß ich leider nicht. Aber wenn ich du wäre, würde ich mal westlich von hier bei Florentels Wachturm nachfragen. Mach dir aber keine allzu großen Hoffnung.
Die Enterprise ist seit gut 5 Jahren verschollen. Ebenso wie ihr Captain Sid Garland. Nö, der ist wieder da. Das heißt, selbst wenn du das Luftschiff finden solltest, wirst du es nicht fliegen können. Wenn der wüsste. Den Sid, den haben wir schon hier. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es wirklich lange dauert, bis wir... müssen wir gegen den kämpfen? Ich weiß nicht, wiederum nicht, aber ich gucke nachher mal nach, wann die besagte Mission kommt. Aber ich verrate es euch dann nicht. Hallo, was kann ich für dich tun? Wir befinden uns hier an der Grenze zum zentralen Hochland von Cuertas. Seit der 7. Katastrophe hat sich das Klima in der Gegend stark abgekühlt. Echt ungemütlich, sag ich dir. Dort geht man nicht zum Spaß hin. Die Enterprise? Ja, ich erinnere mich an ihren letzten Flug. Kurz vor der 7. Katastrophe soll ich dir die Geschichte erzählen? Yay, wir haben Drachengriffe erlernt. Was? Kommandoliste. Eigenschaften. Job. Ergänzen. Bis. Eigenschaften. Das ist aber nicht das, was... Drachengriff habe ich doch bekommen, ne? Wo sehe ich das? Ah, guck mal, das ist natürlich... Drachengriff. Du führst deine physische Attacke aus. Attackenwert... Kombo-Bedingungen... Fehler. So, jetzt habe ich den Fehler ausgerüstet. Den Fehler hatte ich noch gar nicht mal drin. Du erhöhst den ausgeteilten Schaden um 10%, aber auch den erlittenen Schaden. Nee, das würde ich ja nie machen. Aber Drachengriff. Welche Attacke mache ich fast gar nicht? Warte mal. Den würde ich dann doch auf das tun. Weil, das mache ich einfach kaum. Und dann der Drachengriff. Ich darf nur nicht vergessen, dass ich diese beiden Kombos dann mache. Reißende Klauen. Gewaltiger Stoß. Warum kenne ich die Attacken alle nicht? Was ist das?
Warum kenne ich die Attacken alle nicht? Sind die neu? Oder habe ich die einfach nur vergessen? Sofort 500 TP. Ja, Leco Mio. Her damit. Wo tue ich das denn jetzt hin? Ja. Bearbeiten, so. Ich werde das nämlich jetzt mal umdisponieren. Nein! Und zwar so. Naja, ich habe zwar zweimal das gleiche, das werde ich gleich noch ändern. Ich beende den Part auf jeden Fall mal. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.